Olympiahafen in Kiel-Schilksee. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das nächste Rennen in der Klasse der Laser vor. Die Olympischen Spiele in England stehen unmittelbar vor der Tür. Im Prinzip ist die Kieler Woche jetzt Teil des Trainingsprogramms, was wir noch absolvieren. Im Prinzip, wenn man so will, Training unter Wettkampfbedingungen. Ja, heute haben wir schon ein Rennen geschafft. Das lief für die Jungs sehr, sehr gut. Sind Erster und Zweiter geworden. Matchen sich dabei oder damit wieder um den Gesamtsieg hier bei der Kieler Woche. Und nachdem wir wegen der Unwetterwarnung jetzt eine Startverschiebung hatten, werden wir jetzt versuchen, nochmal rauszufahren und hoffentlich noch das ein oder andere Rennen schaffen heute. Das Wetter bleibt weiterhin unbeständig. Da stellt sich die Frage, ob das Rennen komplett durchgeführt werden kann. Es klappt. Ich habe mit den ganzen Bahnchefs ja direkte Funkverbindungen und wir sind viel am Sprechen und die fragen mich, wie sollen sie die Bahn auslegen, weil der Wind immer weiter am Drehen ist. Aber er hat auch ordentlich zugelegt. Perfekt für die anstehenden Rennen. Doch wie groß sind eigentlich die Erwartungen für die Olympischen Spiele? Oh, ich denke schon, dass der Lübecker da, dieser Grotelüschen, da durchaus Chancen hat, vorne mitzusegeln. Ja. Also unser Olympiateilnehmer Simon Grotelüschen, würde ich sagen, hat gute Chancen. Ja, ich könnte mir vorstellen, ein paar Boost lassen, dass sie da relativ weit nach vorne segeln werden. Da haben sie, glaube ich, ganz gute Chancen. Wir haben ein paar gute Leute, aber ich glaube, man darf die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Dann werden immer gleich dann als Medaillenhoffnung hochgefahren und das ist schon ein sehr großer Druck, der da aufgebaut wird. Und so zeigt sich der Kieler Woche führende und hochgelobte Simon Grotelüschen sehr verhalten vor der Kamera. Er konzentriert sich lieber auf die anstehenden Vorbereitungen. Es sind jetzt noch knapp 4 Wochen, die wir fürs Training nutzen. Dann kommt ja am 27. Juli die Eröffnungsveranstaltung und unsere Wettkämpfe starten am 30. Also ja, wie gesagt, 4 Wochen noch, die wirklich noch zum Training jetzt genutzt werden. Bleibt nur die Frage, ob das Wetter auch auf der Seite der deutschen Segler ist. Also jeden Tag wieder was anderes. Am Mittwoch, Donnerstag auch tendenziell hin zu ein bisschen freundlicher und nicht zu starke Winde. Kieler Woche, na, ich würde mal sagen, nicht Kieler Woche Wetter, sondern so ein Tick besser, die Variante im 20-Grad-Bereich.